Der Handy-Akku RMF-Charger-Bausatz. Zuerst Ferritin bewickeln, dann die Drahtenden abisolieren, Drahtenden verzinnen, vom Transistor die drei Beinchen ein bisschen auseinanderdrücken, abschneiden, Diode anlöten, zweite Diode anlöten und die dritte Diode anlöten. Den Vorwiderstand anlöten, ihn zurechtbiegen und aufs Kühlblech montieren, den dicken Powerdraht vom Ferrit ans mittlere Beinchen löten, den dünnen Draht an den Vorwiderstand löten, den Plus vom Output anlöten, den Minus vom Output anlöten und die Inputkabel anlöten. Liefert ungefähr 120 mA bei Direkt-USB-Anschluss und um die 800 mA bei 6 Volt 1 Ampere Input.